weiß ja genau, was für Nummern der Bernd das Astro-Boot. Immer das gleiche. Immer der gleiche Quatsch. Ich finde sie total super. Ah. Dabei schläft die ein. Ich freue mich, dass ich abends frage. Sollten wir einen Chemieprofessor mal initiieren, der. Also, oder irgendein Professor, der eine Vorlesung hält, immer die gleiche. Das ist immer abends schaffen. Na ja, gut, das sollen wir machen. Ja. Sie macht Wiederholungen, ne? Meine Tochter guckt Bernd das Astroboot. Guten Morgen. Ich brauche heute. Ah, lecker, lecker, lecker. Und ich brauche heute eine Festplatte. Stimmt. Was hat er gestern gesagt? Muss ich abholen beim Mediamarkt. Ist 10 Uhr. Bestellt? 10 Uhr. Nö. Ist vorrätig. Geht einfach hin. Nee, Achim kommt ja wegen Schlüssel, wa? Und wird er entweder. Holt er die ab? Oder ich fahr schnell dann rüber. Wenn er da ist. Vielleicht hat er ja eine halbe Stunde. Wenn nicht, mach ich zu. Und räum noch nicht gleich raus. Ja, doch, ich muss eigentlich rausräumen, weil heute ist Samstag, ich muss ein bisschen. Aber danach kannst du das dann machen. Hallo? Ich weiß ja nicht, wann Achim kommt. Wenn er gleich um 9 Uhr kommt, dann. Ja, das wäre doof. Aber dann nicht, der wird erstmal ausschlafen. Ich werde einfach zumachen. Ja, ich mache den Zettel ran. Ich werde jetzt um 9 Uhr aufmachen. 9:45 Uhr zumachen, so. Und dann bin ich 10 Uhr noch heute wieder da. Hast du Auto oder mit Fahrrad? Ah, Fahrrad, natürlich. Fahrrad. Das wäre Verschwendung. Fahr schnell mit Rad hin und dann ist gut. Ich bereite vor. Dann muss ich heute noch zum Mediamarkt. Eine Festplatte holen, weil mein Speicher ist erschöpft und ich muss ja meine Videos, wie sagt man, muss ich mit dem machen, archivieren, so nennt man das. Und um zu archivieren, brauche ich Speicherplatz. Achso, jetzt mache ich erstmal oben ein bisschen was und dann hole ich ein paar Räder hier raus und kriegen wir schon hin. Was steht denn in der WZ heute? Ich hab erst mal was erlebt. Was? Ich will jetzt meinen Hammer fürs Wackelwählen, wa? Ja, weiß ich nicht, ob der da war. Ja, klar. Ja. Und die Sparkasse war fein. Ne, die Postbank. Die Postbank. Ja. Ja. Was steht da drin? Hier steht da drin, Bank war voll im Karstall, Hermannplatz. SDK durchsucht geräumtes Kaufhaus, zur Verletzten durch Reitgast, 4 Täter auf der Flucht. Ja, nichts haben sie erwischt, wa? Naja, die haben zwar das Auto, haben sie aber gefunden, aber das, wie da, abgestellt, das Auto, die haben ja alle abgeschwart nachher, gerade so weggekommen sogar. Ich war ja auf dem Hammerplatz, wie gerade um der Zeit. Ja, ich bin vorbeigefahren. Ja. Als der Streifenwagen angekommen ist, bin ich vorbeigefahren. Da kam der erste Streifenwagen. Der kam, dann kam gleich noch einer dahinter und dann kam der erste Krankenwagen. Und dann stand ich da an der Ampel. Das ist halt in der Zeit passiert und dann bin ich weitergefahren. Ich dachte dann nur. Um Gottes Willen, schnell weg. Ja, ich war gerade zu Hause. Ich dachte, Feuerpolizei, schon wieder so ein kleiner Wagen. Da tut das schon wieder von da nach da. Ich dachte, was ist denn da los? Aha, dann hatte ich das da ja so spät, damit dann auch Nachrichten hätte. Haben wir plötzlich die Postbank. Hinter kam man hinter mir. Na, heute ist Demo gegen Corona. Ach, ja, auf. Die gegen alles. Zeig mal her, die Zeitung. Vielleicht steht ja sogar was drin. Naja, gegen alles. Corona. Tolles Trio. Corona gegen alles. Corona gegen alles. Kauf was abgeriegelt und von SEK durchsucht. Das ist ja genau. Der Fahrer des Geldtransporters wartete vorschriftsgemäß im Wagen, als sein Kollege überfallen wurde. Was? Der Fahrer des Geldtransporters wartete vorschriftsgemäß im Wagen, als sein Kollege überfallen wurde. Drohung? Ich glaube bei der Feuerwehr. Ja.
Ja. Da kommt er ja schon wieder. Ja. Hallo, guten Morgen. Ja. Ich bin hier auf. Oh, ja, ich wollte was zum Besorgen, aber da habe ich vergessen, mir nicht. Dass man die Schlafen zu Hause nehmen. Oh, ja. Eine Stunde wieder da, länger darf es nicht dauern. Lieber. Naja, heute kommen wir hier nicht noch, aber damit ihr wisst, da kommen sie wieder alle, genau. Naja, gestern Abend auch, da kam noch der hoch, der Inder, wisst ihr, oder? Ich meine, ja. Der Inder, hör doch mal auf mit deinem Inder, ist das nicht. Naja, wir haben wir da. Abend, ja. Abend, der Abend kam auch wieder an. Da. Ja, aber er hat ja wieder nur, ach naja. Bla bla. Ja, Musiker. Die Pizza hinten drauf, im Rucksack, und dann gedacht, naja, halb neun, hab gedacht, naja. Das ist furchtbar. Oder in der Kohle haben oder was, wie sick. Und dann kommt, was? Naja. Naja, dann kommen sie alle an und dann haben sie keine Wohnung und wo wollen sie schlafen und ach. Hast du keine Wohnung? Ecke? Bei mir in der Treppe ist halt immer eine frei. Ach, ist doch nicht frei, die ist doch schon wieder weg. Ja, klar. Logisch, aber trotzdem, ich meine, kommen sie wohl alle an oder quatschen oder? Die darfst du doch ja nicht anbieten, ich meine, die ist doch wirklich schon wieder weg, die Wohnung. Ja, ja, ach, logisch. So eine Wohnung ist unter der Hand weg, das ist so für den Mieter. Und der Jarede wird sie ja nicht kriegen, sie würde ja 500 Euro aufbringen können. Das sind die Leute, die kommen ja quatschen voll und dann hört er mit. Und ich denke, der Gott, der sozusagen den ganzen Kunden war. Ja, da bist du denn. Ja, ist mal, ja. Bis später. Wolfgang, wir sehen uns. Wo ist denn hier mein... Soll ich das hier noch schnell anmachen? Ah, schaut mal, ich habe jetzt noch ein anderes Schaltwerk wieder rangebaut hier. Ein altes Dior. Das habe ich jetzt noch nicht geschrubbt. Hoffe, dass das funktioniert. Wunderbar. Abschlusskappen haben wir jetzt keine mehr. Nehmen wir einen schwarzen Speichennippel aus Alu. Und jetzt mache ich dicht und hole erstmal eine Festplatte beim Mediamarkt. Festplatte habe ich. 8 Terabyte. Das muss jetzt reichen. Jetzt wird alles rübergezogen gerade. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Also er zeigt mir jetzt an, wie viel Zeit er braucht. Jetzt hat er sich einbekommen und zeigt an 4 Stunden 30 Minuten. Das ist ja okay. Und schaut mal, die neue Festplatte ist genauso groß wie die alte. Und die alte ist 4 Terabyte, jetzt 8 Terabyte. Wahnsinn. So ist es mit dem Fortschritt. Der rennt, der galoppiert. Irgendwann hast du hier 100 Terabyte oder was weiß ich. Ja, na Mensch, na passt ja fast. Mit beiden Füßen. Ja, Surfbrett, genau. System Surfbrett. Du bist so süß. Ja, so eine süße Maus. Ich bin so froh, dass es fast ausgewachsen ist. Also so gut wie. Ja, hoffen wir mal. Beste, wa? So, die Kamera fällt jetzt aus oder was hier? Nee. Keine Dinger machen. Da sind wir wieder im Laden. Ich hab das Hinterrad hier eingebaut. Wunderbar. Ich hab meinen Kaffee hier stehen. Und das geht jetzt raus an die Front. Zum Frontdienst. Und draußen steht schon ein Kundenrad, das ist gerade eben, die kommen gerade eben, wo ich jetzt mein Fahrrad angeschlossen habe, weil ich vom Mediamarkt gekommen bin, stand es noch nicht da und jetzt, wo ich kurz oben war und die Kopien angefangen habe, kam ein Kunde. Ach, Mist, knapp verpasst. Gut, der hat sein Rad ja stehen lassen, also wie gesagt, der kommt wieder. Ja, und dann schauen wir mal, platter Reifen, habe ich schon gesehen. Schauen wir mal, was das ist für ein Auftrag. Platter Reifen. Da ist er, der langersehnte erste Auftrag. Und damit er mal so ein bisschen Fachvideo-Video bekommt, machen wir jetzt einen Schlauchwechsel bei einer SRAM i3. Jo, SRAM-Nabenschaltungen sind ja aussterbend. Ja, aber es gibt sie halt noch. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert bei der i3. Die i3 ist eine Schaltung, die keine Schaltbox außen hat, sondern dieser gesamte Schaltmechanismus mit Hebelchen etc. findet alles in der Nabe statt. Deswegen I, wie intern wahrscheinlich. Wir schalten auf Gang 1, wie immer der entspannteste Gang. Dann haben wir hier unten dieses, das ist wirklich hier hinter schlecht darzustellen ist. Da sitzt der Zug. Den habe ich jetzt ausgehangen, indem ich hier gezogen habe. Also den kann ich wieder einhängen. Wenn ich hier so ziehe, da, zack, ist er da wieder eingehangen. Könnt ihr sehen. Ziehen und wieder aushängen. Und dann hier diesen kleinen Bügel hier auch noch aushängen. Wunderbar. Haben wir es ausgehangen. Jetzt erfolgt der Ausbau ganz normal. 15er Schlüssel. Hast du alles? Sie braucht noch Geld. Meine Frau braucht noch Geld. Also 15er Eisen. Dann hier lockern. Bremsanker auch. 5er Inbus und 10er Schlüssel. So faul, die müssen jetzt in den Kinderwagen setzen. So ist er. Dann 15er Schlüssel, Achsmutter auf der Seite. Wir halten den Draht ein bisschen fest, damit es nicht leicht rausrutscht. Kette runter, Rad ist raus. SRAM i3. So simpel geht's. Einbau zeige ich gleich. Oh, ja. Wie man sein Fahrrad gegen Diebstahl richtig sichert, zeigt uns hier die Dame. Also, wir nehmen ein Bügelschloss von Abus und schließe es an. Durch die Speichen, dann drehe man die Kurbel so, dass sie direkt vor den Schließmechanismus ist und man nicht mehr rankommt, weil man die Kurbel auch nicht vorwärts drehen kann und wenn dann die Speichen zerbrechen. Wunderbar, alles richtig gemacht. Sicherheitsklasse 1000. Aktiviert.
Allerdings ist das Aufschließen dennoch umständlich, weil man muss die Kurbel dazu demontieren. Kannst du mal das? Jetzt müssen wir die Kurbel demontieren, weil ansonsten kommen wir hier vorne nicht mehr rein in dieses Schloss zum Öffnen. Ist halt jedes Mal teuer. Wenn man so das abschließt, ist es teuer. Weil der Fahrradladen Mensch immer Geld dafür haben will. Für sowas. Und nicht immer ist ein Fahrradladen in der Nähe. Na, hoffen wir mal, dass jetzt und der Riegel ist entfernt. So, jetzt einmal Schloss. Und da sehen wir, dass ja nicht das Fahrrad von der Jungfrau ist. Das muss auch sehr tief. Ja. Yay! Applaus! Der Sicherheits-Award geht an dich. Hinterher natürlich die Kurbel wieder dran. Ja, das ist ja mal. Fahrrad abschließen, aber richtig. So nenne ich das Video. Verkauft ihr Fahrradschlösser? Ja. Eine Idee, wo man eins kriegen kann? Ja, beides. Okay. Also wir verkaufen und wir haben eine Idee, wo ihr eins kriegen könnt. Super. Oh, mal gleich. So, junge Frau. Dann erwarten wir eine großzügige Spende dafür. Ja, auf jeden Fall. Das reicht, na klar, aber kriegst du ja noch was wieder hier. Vielen Dank. Danke. Kannst du mit PayPal oder mit oder Bar bezahlen. Ist halt der Basisschutz von Airbus. Ansonsten haben wir noch eine sehr gute. Wir haben die untere und wir haben die sehr gute für 170. Nee, das passt schon. Also je nachdem, was das für ein Fahrrad ist halt, ne? Also, ja, nee, also das ist das, die erste, wo die Versicherung sagt, okay, gilt als angeschlossen, bezahlen wir euch das Rad. Deswegen haben wir nur das als Einstiegsmodell. Für alles andere macht wenig Sinn. Die Kette ist ungefähr. Ja, ich verstehe das, ja klar. Nur die Kette ist ungefähr. Ich glaube 30 ist etwas. Nee, wir haben, ansonsten kann ich dir noch anbieten, so eine Kette von dem Schloss sozusagen, mit einem normalen Vorhängeschloss. Vorhängeschloss. Da kostet ein Divers, also der Vorhängeschloss hier von Airbus kostet 11 Euro. Ja, okay. Hey, ich danke euch fürs Zeigen, aber wir schauen mal woanders. Okay, vielen Dank. Bitte, bitte. Oh. Ciao. Haben wir fast gedenkt. Die eine zahlt zu viel. 20 Euro für immer Kohlen abschrauben. Die anderen zahlen nicht mal für ein Schloss. 30. Nicht mal Basisschutz. Dann ist es kein Wunder, dass das Rad weg ist. Hinterher. Ja, die Option besteht ja immer. Ihr wisst ja selber, ja. Wenn man mal einer kommt oder so, ist ja immer. Gerne dürfen sie auch. Ah, diese blöde Mücke. Ja, hör auf zu jucken da. Ja, deswegen habe ich schon eine lange Hose angezogen. Langarschhose. Ach ja, mein Schlüssel, na wunderbar. Ich sag ja. Naja, hat der hingelegt. Oh, zwei Dinge. So, auf alle Fälle gehärtet ist es. Merkt man schon. Also, ich möchte ja nicht Zeit stoppen. Das ist ein relativ. Also, ich habe damit schon viel gesägt mit dem Blatt. Ich glaube. Ja. Relativ stumpf ist das schon. Arbeitskette 7 mm sind die so? Nee, nicht mal. Oder? Doch, 7. Messschieber halt noch an. An der Schweißnaht. Naja, ich glaube, steht ja auf den Schlüssel hoch. Sag an.
Läuft. Ja, da wanderst du gut. Mit einem relativ stumpfen Blatt. Aber mit wenig Anstrengung. Fakt ist, die Ketten kann man immer hier brauchen. So. Gut. Was wollte ich einbauen? Hinterradreihen. Hinterrad-Einbau. Bei meiner Kamera her, sei mal so gut. Ich wollte eigentlich ein Video von machen, wie man mit der SRAM i3, wie man die Schrammel i3 einbaut. Setzt das Hinterrad an, legt die Kette auf, setzt das Hinterrad ein, alles ganz normal. Das ist erstmal alles nichts Besonderes. Schraub schon mal vor, auf den Seiten natürlich. Dann hänge ich hier dieses Traumzauberstückchen an Zug wieder ein. Alles ganz einfach. Ja, jetzt kann ich. Na, jetzt kann ich die Kette spannen und festschrauben. Bremsanker rein. Und richtig fest. Nicht übertreiben, die Schrauben sind hell, helles Metall. Das heißt immer Konservendose mal gewesen. Konservendosen sind weich. Deswegen nicht übertreiben mit dem Festschrauben. Bremsanker fest. Und fertig ist der Lack. Alles gut. Alles schick. Muss nur noch funktionieren, die Schaltung. Funktioniert. Auf Pumpen, Feierabend. Das war also Schaltzugquatsch. Das war also Schlauchwechsel. Bei Schrammel i3. Einer unserer Lieblingsschaltungen, war Achim? Ja. Ja, bitte! Was denn? Ja, wieder so ein Zeiträuber. Du willst ja Geld von ihm. Achso, ja, Geld. Ja, ich liebe Geld. Ich liebe mich in Geld. Weil es mir so gefällt. Wie es riecht von anderen Leuten, Hosentaschen. Ich könnte jeden Euro naschen. Rapper. Rapper. tschüss. Viel Spaß. Ja, ich weiß. Grüß die Oma. Ach so. Na, aber später denn. Ach so, bitte, ja. Ja, bring was mit. Ich bezahle. So kleine Konfektis oder so von den Russen da. Das ist ja so super süßes Zeug.
ist immer nur so ein bisschen genommen und dann... Energieriegel pur, ja. Total, also heute nennt man es irgendwie Trendy Power Bar oder so. Damals war es einfach Konfekt. Eine Standard wahrscheinlich. Haufen Fett. Jo, der Draht. Fertig. Abholen bitte. Next. Der nächste bitte. So, what's the story here? What we have here? Was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt? Ist das ein Fahrrad? Na, wir haben... Na, Alu ist das. Das ist Aluminium. Aluminium. Wir haben Bautenzug. Wir haben die beiden Reifen. Schaltzug. Schaltzug. Kette. Bremszug hinten. That's it. Eine Kette, genau. Okay, entspanntester Gang geht los. Hast du schon gesehen? Oh, geht schon los hier. Geht schon los. Geht schon los hier. Okay. Entspanntester Gang. 15er Eisen. Entspannt. 15er Eisen. Ja, du hast nicht den entspanntesten Gang hier. 15er aufschrauben. Kannst ja schon mal deinen Pitlock rausholen. Ja, ich versuche meinen Pitlock rauszuholen. Was ist das? Wie? Damit er sein Vorderrad ausbauen kann. Eure Lieblings-Tools, Pitlock. Ja, Achim. Die sichersten. Ja, ruhig. Kollege Schnürschuh, halt. Opinant. Ja. Achim ist der Pitlock-King. Ja, ja. Den Pitlock verbummeln. Kriegt alles durch. Was ist das hier? Scheiße. Jetzt hängt man das hier aus, hast du gesehen? Oh, ja, okay. Das habe ich auch. Das ist. Ich Der kommt hier nicht zum Lernen, der kommt hier nur zum. Das schaffe ich auch. Nee. Das mache ich auch. Das auch. Das kann ich alles. So, den muss ich dir wahrscheinlich noch befreien, oder? Du hast halt den dünnen. Ja, ich bin dünn, aber dafür habe ich 5 Kinder gemacht. Also, ja, was soll das? Dünn, aber dafür auch nicht auch kurz. Wollen wir das nicht. Hast du deine Kamera hingestellt? Ja. Ja. Sicherlich. Alles gefilmt hier. Alles auf Band. Deine Fauxpatze. Ich mache jetzt mal mit dem Pitlock-Schlüssel auf. Ja, also, ist ja auch mal eine Premiere eigentlich. Also, wie habt ihr es sonst? Schraubenzieher. Einfach. Rin und auf. Ja. Bitteschön. So, was war noch zu machen? Die Feder ab. Na, Schaltzug, den lassen wir, der ist cool. Noch der hintere. Ach, das ist was. Papa, wenn es alles dunkel ist, dann will ich keine Blumen mehr, wenn es regnet. Ja, gerade, aber nach dem Regen liegen wieder die Straßen voll mit Blumen. Öffnen. Der Kollege ist eigentlich hier, um was zu lernen, aber er geht nur spazieren. Genau, er besorgt die Dinge, die wir brauchen. Den brauchen wir ja noch gar nicht. Ja, aber geh die hier. Weg. Das ist wichtig. Das brauchen wir noch, ha? Ja. Bus, Willi? Willi. Muss doch da stehen. Da? Einmal bitte spülen. Immer recht. Genau! Jetzt steht's da. Da muss es hin. Da muss es hin? Da wäre es ein Griff gewesen. Na, was ist das? Vorne. Hallo. Hallo, yes please. Yeah, how much is it for renting one day? 8 euros or 10 euros. Comes on a bike. I think you need a big one. Okay, yeah, I have a friend who wants one bike. How do we choose? Ja, dann sonst liegt er auf dem Brett da. Achim ist ja nur zu Besuch heute da. Der hat gar keine Arbeitszeit.
Der hat, naja, der ist zu Besuch, weil er den Schlüssel jetzt dann versehentlich vom Laden mit den Nummer von, ich glaube, dann in 22 Uhr, hier sind ich in den Laden, ich muss dieser scheiß Arzt, ich will zumachen, hier nach Hause. Und dann habe ich irgendwann angerufen, da war er schon im Bett, und sagt, ah, ich habe dir noch eine SMS geschrieben. Nun, Nick und SMS sind ja so eine Sache, die sehen dann erst am nächsten Tag irgendwann. Auf die GoPro hast du die bekommen. Das würde ja, wenn da piepen würde, das wäre ja fast toll, da gibt es bestimmt. Wollt ihr noch einen Pager? Wie in den 90ern. Ja, hatte ich. Tatsächlich. Und kriegst du hier unten empfangen. Kriegst du aber auch Hodenkrebs. Wahrscheinlich, wenn das Ding hier ist. Das ist ja nicht am Körper tragen. Ja, und dann? So, Fakt ist, wir brauchen jetzt auch einen neuen Zug. Hier, nehmen wir den. Ja. Der Innenzug, das ist Edelstahl. Edelstahl. Sag mal, ich habe gehört von Leuten, die so echt auch länger in der Natur unterwegs sind, die haben auf jeden Fall Bremszüge dabei. Ja. Das sollte man haben. Mir ist noch nie einer kaputt gegangen. Bremszug in Schaltzug ist nicht unbedingt verkehrt, wenn man wirklich, also es sind aber auch Leute länger in der Natur, die dann eben so richtige Touren machen, mal 1000 Kilometer fahren. Mal ganz kurz zur Info, hier hast du WD reingemacht. Nee. Die ölst du nicht? Nein, das sind Jackwire-Züge, die ölt man nicht. Das sind, weil die sind vorgeschmiert, vorgefettet schon. Okay. Das macht man einfach nicht. Das machst du nur bei billigen Zügen, wo nichts drin ist. Aber das also, sind Jackwire. Und Jackwire ist eine Firma, die sind halt richtig teuer. Deswegen kostet es halt auch ein bisschen mehr, so ein Zugwechsel, als wenn du mit normalem Material arbeitest. Und dann nimmst du Edelstahlzüge wenigstens, dann können sie nämlich nicht gumpfen und oxidieren drin. Und du hast hier schon eine Schmierung drin von Hause aus. Du bist aber auch Edelstahl. Das siehst du, wenn du draus ziehst, denn, ob das Edelstahl ist. Ja, das könnte auch Edelstahl gewesen sein. Ja. Aber das, daran liegt es ja nicht. Das liegt ja dann irgendwann auch an der Hülle. Ja, eh. Ja, ja, irgendwann, irgendwann ist die halt auch durch. Tausche. Das ist ein Randalebruder. Ja, auf jeden Fall. Und da. Ja, so. Aber die nehmen quasi mal so Züge mit, weil die den reißen. Genau, die könnten ja reißen. Aber das ist doch so unwahrscheinlich, oder? Alles schon passiert. Ja? Und es geht ja auch darum, dass wenn du so ein Fahrrad auf Tour, mit so einem Fahrrad auf Tour fährst, machst du nicht vorher alle Züge neu. Nicht zwangsläufig. Du hast, fährst ja alte Züge. Und dir kann immer mal passieren, dass du, was weiß ich, zum Beispiel so wie du, auf die Fresse fällst sozusagen, oder das Rad umkippt. Dann entsteht eine Scheuerstelle, das kriegst du aber nicht mit unbedingt, zwangsläufig. Siehst zwar von außen, okay, hat Kratzer, und dann schleift der Zug bei jedem Mal Bremsen, schleift er über diesen scharfen Grat Aluminium und irgendwann, knack, ist der durch. Und dann, und dann weißt du, da ist irgendwas, aber du machst ja nicht, wenn du hingefallen bist, schraubst ja nicht den Hebel auseinander, läuft der Zug noch korrekt oder so. Das ist ja nur ein Erfahrungswert, den du dann irgendwie auch sammelst. Und dann bist du gut dran, wenn du 500 Kilometer von nirgendwo entfernt bist, dass du halt so einen Zug hast. Zum Wechseln. Oder eben eine Ersatzspeicher auch mitnehmen. Ist auch Programm. Ja. Ersatzspeicher mitnehmen, Ersatzzug mitnehmen. Hülle ja nicht. Hülle ist selten, dass das kaputt ist. Also muss man nicht, aber. Ja, ein Schaltzug, ein Bremszug und wie gesagt, Ersatzspeichen. Und eben natürlich das Werkzeug dafür. Also Multitool am besten mit Speichenschlüssel. Also. Das würde man schon machen. Schon sinnvoll. Da bin ich wieder. Worum ging's? Kette gelöst. Schon wieder alles vergessen. Jetzt bist du bist noch beim Bremszug. Hin. Nee, Bremszug ist schon erledigt. Ja. So. Das wäre schon erledigt. Also jetzt mal mehr macht man nicht. Man spannt jetzt erstmal nur vor, ne, weil da kommt ja noch ein Rad drin und dann stellt man es ein vom Winkel her. Ja. Das macht man alles dann. Das ist ja die hohe Kunst des Einstellen, ne? Ja. Ey, guck mal, Großmeister. Ich hier als Lakai. Als Lakai. Genau, das ist nicht einfach. Das ist das, was er machen muss. Das ist, was mein man Freund. Ins Gefühl reinkriegen muss. Und das kriegt man nur über den jahrzehntelange Meditation. Nennen wir es Arbeit in Deutschland, aber dort ist es Meditation. So, hier der Großmeister, Meister. Meister hat mir schon gezeigt, wie man die Kette entfernt. Ja. Und Meister hat auch gemeint, dass es nicht schadet, wenn man hier oben mal den Dreck wegmacht. Genau. Das Hochsen. Putzen. Ja, Putzen. Das ist ja auch so. Heißt das ja auch. So. Okay. Hoi. Hui. Mit 1. Mit der Felge.
wie man die Luft ablässt, weißt du? Nein, hab ich gerade gesehen. Ja. Aber das kenne ich noch von früher. Endlich mal Luft ablassen. Wie man den Reifen abzieht, weißt du? So. Ui. So, es würde nichts schaden, wenn du einmal hier mit dem Lappen drüber gehst. So. Okay. Lass den noch drin. Ich will einen neuen. Der lässt Luft. Na, aber lass den doch da drin. Du baust doch die eh nicht mehr auf. Stimmt. Aber den Pinstripe baue ich. Pinstripe. Könnte ich, also. Warten! Das rettet mir einen Arsch in der Stadt. Pinstripe. Warten, wie sagst du denn dazu? So was kann ich nicht mal einlegen. Reifenplatten nenne ich das. Papa? Reifenplatten? Die haben gesagt, wir wollen an der Stelle, an der du überlappst, hast du meistens immer eine scharfe Kante. Und wenn du einmal mit ein bisschen zu wenig Luft fährst, wirst du dir genau an dieser einen Kante. Sag mal, wer will denn hier noch den Reifen aufschlitzen? Das heißt, was ist die Empfehlung? Lass es weg. Ja, bitte? Kauf dir eine vernünftige Decke und lass es weg. So. Wo ist dein Lederband? 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 Wo hast du denn den? Penny. Ich verbummel die aber eigentlich nicht. Ich brauch auch eigentlich gar nicht. Dann ist ja auch deins. den einsteckt? Nee. Ja, noch was. Sorry. Ich will immer mit so weit, wo ich auch nichts zu tun haben eigentlich. Ja, ja, dann hast du. Das ist schon mal so Verantwortung. Ich hab schon Ärger bekommen hier von. Vom Pitlock. Vom Pitlock habe ich Ärger bekommen. Naja. Nee, du hast auch nicht richtig gemacht. Du hast nicht. Die Situation, wie sie auf der Straße sich ergibt, im Laden, ist ja eine andere. Ach so, auf der Straße habe ich keinen Schraubenzieher, oder was? Nee, auf der Straße steht das Rad auf dem Boden. Und nicht hier. Und nicht im Montageständer auf Montagehöhe. Ja, gut. Macht das einen Unterschied? Ja, einen erheblichen, weil es geht viel leichter, wenn das Rad auf dem Boden steht. Ja, weil du diese Punkte nicht hast. Tatsächlich, wenn du hier drückst, musst du hier so irgendwie gegenhalten. Wenn du aber auf dem Boden steht, dann ist es ja schon so. Also da kannst du viel leichter öffnen. Ja, deswegen haben sie mir hier ein ganzes Zettel geschickt vom Fitlock. Hier, versuch, hier, kannst du den Brief lesen? Da hast du da hat man ja Ruhe. Sehr geehrter Herr Müller. Genau. Ja. Ist ja nicht so, dass ich mir das aus den Fingern sauge. Bedenken Sie bitte beim Testen, dass Sie realistische Bedingungen schaffen. Ja. Naja, das ist schon hochmanipulativ, dieser Satz. Hochmanipulativ? Ja. Ist ja schon hochmanipulativ an sich. Ja, ne, das ist Brot Marlene. Ne, das ist schon durchgefallen als quasi PR. Na, PR ist nicht mehr. Nee, das ist schon Befehl von ganz unten. Genau. Fitlock soll vor Gelegenheitsdiebstahl schützen. Gelegenheitsdiebstahl. Und das ist hier diese Ausklammerung. Das schreiben die doch nicht in ihre Produktinformation. Die schreiben doch nicht die ist ja hiermit vereint, die Produktinformation. Und die schreiben doch nicht Gelegenheitsdiebstahl. Ja, das ist Protect Your by Components from Cloud. Cloud. Hier steht nicht. Sicherheit durch Diebe. Gelegenheit macht Diebe. Vor Diebstahl, nicht vor Gelegenheitsdiebstahl. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und als Jurist würde ich dann sagen, Kunden verarsche, Manipulation derjenigen, die Public Relation machen sollen. Made in Berlin ist super, wir mögen euch. Genau, wir haben euch ganz doll lieb. Drück Musik. Wir finden es gut. Ja, wir finden es mal prinzipiell gut. Aber man, es ist schon klar, was gemeint ist. Du sollst ein bisschen. Nicht ganz so viel Kraft anwenden, Herr Müller, bitte. Tun Sie doch mal so, als wäre es schwierig. Können Sie nicht so tun, als ob. Ich mache auch Menschen, da geht nicht ran. Wir können so eine Videos inszenieren natürlich, wenn so als Dieb verkleidet kommst du die Straße lang. Boah, ist geil, da liegst du so. Dann siehst du, oh nein, da gehe ich nicht ran. So.
Kennst du noch einen siebten Sinn? Ja, ja, klar. Oft ist es jetzt zu spät. Keine Gefahrenquelle. Hier ist schon gar kein Dreck mehr, das ist schon Lava-Gestein. Habe ich da eine Stimme vernommen? Ich habe auch eine Stimme vernommen, aber... Ich gehe mal gucken. Ja. Einfacher. Bei Tommy war in seiner Variante klemme ich ab und zu mal einen Schlauch ein. Bei meiner Variante ist das nicht möglich. Dadurch, dass der Schlauch ja eine gewisse Form hat, also leicht rund ist, kannst du danach schön auf die Felge drücken, da wo er sitzen soll. Und dann erst den Mantel rüber. Das heißt, ich leg den jetzt ein. Setz den das Ventil an, gibst einen Schlag mit der Pumpe, dass er in Form kommt. Aber so, das war nicht gut, das war eine Spannungsspitze oder was? Haben wir jetzt gehabt? Dein Stromausfall kurz, hast du, ne? Ja. Jetzt muss ich kurz mal hochgehen, weil ich habe ja ein 4-Stunden-Ding laufen am Computer. Ach so. Das ist jetzt noch nicht um, ne? Scheiße. Wenn er jetzt abgebrochen hat, deswegen geht es nochmal von vorne los. Das ist kein Laptop? Ne, ist ein PC. Da ist ein Akku dran. Ne, ist ein PC. Bitte schön, hier. Jetzt auch nicht, du bist Veganer. Pass auf, sehr heiß. Danke. Oh wow, vielen Dank. Gerade frisch fertig. Also war keine neue unten, ne? Die Spannungsspitze. Nee, war im ganzen Haus, aber es war so kurz, dass nicht mal, wir haben eine elektronische Uhr, so eine elektromechanische Uhr, so eine alte aus den 30er Jahren. Nicht mal die stoppt sonst immer bei jedem Futzel. Nicht mal die ist aus Jahren. Und ich gucke auf den Computer und das läuft noch. Ja. Noch zwei Stunden. Guck mal, Tommy. Ja, ich gucke. Das sitzt alles richtig. Ich hab das Gefühl, das musst du nur, genau. Das ist, wird nur gedrückt. Da ist ja, aber das ist alles easy. Hier ist noch. Na, auf der Seite waren wir ja nicht, ne? Ja, da waren wir noch gar nicht. Nee, ja, was? Da machen wir auch nichts, ne? Das musst du entscheiden. Das hast ja, wie gesagt, am Ende die ganze Narbe zerlegen, aber. Hier noch ein bisschen sauer. Ja, mach erstmal, ist erstmal, ich hol jetzt noch eine Suppe. Und deine Ausbildung wurde komplett bezahlt? Ja. Per Bildungsgutschein. Ja? Das ist doch geil. Ja, deswegen mache ich es ja auch zum zweiten Mal. Wie zum zweiten? Bist du schon Meister? Nein, ich habe die Umschulung schon mal gemacht. Wurde aber aus fehlzeittechnischen Gründen nicht zur Prüfung zugelassen. Ich hatte einen Wegeunfall 4 Wochen, ich hatte einen Arbeitsunfall 4 Wochen. Scheiße. War das der gleiche Ausbildungsbetrieb? Nein. Der erste Ausbildungsbetrieb war TÜV Rheinland. Ah. Ich meine, seine Durchfallquote konnte sich sehen lassen. Die war bestimmt unerreicht. Da sich in den 1,5 Jahren 3 Lehrgänge überschnitten haben. Der Lehrgang vor mir waren 4 Leute. Da hat er eine Wahnsinnsquote von 50% gehabt. 2 haben bestanden, 2 sind durchgefallen. Okay. In unserem Lehrgang, wir waren ursprünglich 11. Einen hat er rausgemobbt. Waren es bloß noch 10. Mich hat er nicht zur Prüfung zugelassen, waren es nur noch 9. Und die anderen 9 sind durchgefallen. Alle. Ja gut, wenn du zu lange krank warst, warst du zu lange krank? Ich war zu lange krank. Naja, dann geht's halt nicht. War ja kein Problem. Und die anderen sind durchgefallen, alle? Die anderen 9 sind durchgefallen. Alle? Alle 9. Durchfall, alle 9, yeah. Durchfallquote 100%. Ja. Der nächste Lehrgang waren... Solche Leute musst du sofort zur Anzeige bringen, meiner Meinung nach. Ja, der nächste Lehrgang waren 2 Leute. Durchfallquote, wie gehabt, 100%. Wie kommen die denn dazu? Na, wenn du einen Ausbilder hast, der nichts beibringen kann. Hm. Hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass das gut bezahlt wird vom Staat. Mit wahrscheinlich alles Arbeitslose, wa? Also Umschüler. Mhm. Ja. Wird 2-mal bezahlt, solche sind die wahrscheinlich echt. Aber ich finde, dass die... Ich möchte nicht wissen, wie viel Betrunk da auch. Ein Schindluder mit die Trübe. Sowieso.
zu viel Arbeit, das tut ja auch nicht schon. Ja? Scheiße. Ja. So eine Scheiße. Oh, das stört mich ja nicht, kommt ja keiner. Wieso ist das schon viel zu viel Arbeit? Oh. Weißt du, du wusstest doch, worauf du dich einlässt. Ich weiß nie, worauf ich mich einlasse. Lass mich immer überraschen. Das ist das Schöne. Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Ja? Aber es ist nicht die schlimmste Arbeit, muss ich sagen. Ja, ich hab lecker Suppe. Alles schick. Ja, das war der Aal ist schick. Das war auf jeden Fall schon mal wirklich das Highlight. Motivation für die Truppe. Durchhalten, Männers, der Tipp Suppe. Großmeister. Also genau. Der Meister ist auf jeden Fall schon, der die Prüfung auf jeden Fall bestanden. Der muss ich hier nur irgendwann für Ende August. Sorgen mache ich mir so lange, bis ich dieses Stück Papier in der Tasche habe. Erst danach mache ich mir keine Sorgen. Ist so eine 8 jetzt drin? Nee, der Reifen, der sitzt nicht richtig an. Es rutscht nicht mehr durch. Ist es auch nicht mehr zu stramm. Es ist zwar immer noch stramm, aber nicht mehr so stramm, dass es durchrutscht. Den kannst du nicht machen, hoffe ich nicht. Na geil. So, jetzt kommt die Endabnahme vom Großen. Ach Mann, Herrgott, ey. Jetzt kommt die. Rück mal noch deine Ventilmatte da hinten rum. Die Jugend heutzutage. Was ist denn mit der Jugend? Was wollen sie denn? Zeigen, was da drauf war. Ja, krass. Das wollten wir. Echt, das Neon da. Na, das rollt doch wenigstens vernünftig. So, wie bremst das? Ja? Warten. Nee? Ja. War klar. Einmal, was? Was war klar? Na sag, was ist der Fehler? Ich weiß es nicht. Was ist der Fehler auch? Ja, das Ding fehlt. Ja, aber was ist der Fehler? Ja, er muss jetzt. Was ist der Fehler? Ach, ich hab's angebaut, war klar, dass du noch irgendwas findest. Nee, was ist hier der Fehler an dem Bremsmüller? Ist das scheißegal? Ich liegt ja jetzt hier auch nicht darum, dass das. Aber was ist der Fehler bei dem Bremsmüller? Also was ist da, was würde auf alle Fälle bemängelt werden? Was ist es? Ausnahmsweise sitzt er tatsächlich mal gerade. Der kommt hinten zuerst an und dann vorne. Das müsste andersrum sein, ne? Ein bisschen. Wenn denn anders. Ja. Ist dann doch sehr fein. Ja. Naja, du hast. Ist,
ziehen musst, oder? Mir gefällt der Druckpunkt nicht so ganz. Nee, mir eben auch nicht, weil du hast das letzte Mal mich darauf hingewiesen, dass der Druckpunkt bei der Vorderbremse ist er ziemlich cool. Ah, du meinst noch was anderes. Jetzt verstehe ich. Ja. Aber die Spocke, weißt du? Hä? Was ist denn hier los? Was denn? Gang schon kaputt oder was? Nee, wieso? Was denn? Probier mal. Vom Ziehen her. Probier mal. Die kannst du hier so runterheben, weißt du? Naja. Naja. Die drückst du beiseite und dann bist du runter. So, aber was sagst, Schnauze, Hip-Hop. Was sagst du denn jetzt hier zu Bremse und Schaltung? Was und sagt ihr denn jetzt alle dazu hier? Was sind 4 Stunden schon? Boah, Alter, 4 Stunden. Mit Suppe und Zigarette. Ja, stimmt, Suppe kam ohne Verpflegung dazu. 40 Euro. Stunde. Zum Zweit? 80. Zu dritt? Also ich bin ja bei 80 Euro die Stunde als Gehilfe. So, aber was ich jetzt noch mache, ist vielleicht einfach mal noch den Sattel ein bisschen höher. Das wollte ich eh schon mal machen. Yay, liebe Leute. Letzte Ding heute. Muss man ja so sagen, letzte Ding, weil es ist schon 7 Uhr durch. Um Gottes Willen, ey. Der Tag ist so schnell umgegangen. Ist folgendes. Ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen. Hatte ich, glaube ich, den letzten Vlog schon mal irgendwann erwähnt. Ja. Und zwar jenes hier. Jenes. So, schauen wir mal, jetzt hier mit hier, jetzt ist da, der Kontakt ist da und der Kontakt ist da. Die sind beide gut gehend oxidiert. Gucken wir mal, ob wir das Licht wieder hinkriegen, weil das ist ja so ein Batterielicht. Okay, kleine Batterien und los. Ist ja wirklich tausendfach Lichthalterung. Hier haben wir ein Licht, da haben wir ein zweites Licht, das ist ja auch ein Licht. Und hier haben wir nochmal eine Lichthalterung für Batterielicht. Also hier wurde alles probiert, um unbedingt dieses Rad mit Licht zu erleuchten zu bringen. Also gucken wir mal, ob wir hier das hier animiert kriegen. Nee, da passiert ja mal gar nichts. Dummelofen! Sag mal. Okay, also mit Batterielicht, das ist nichts. Das bauen wir auch ab. Wir bauen jetzt mal die gesamte Lichtanlage erstmal ab und ersetzen das durch anderes. Erstmal durch Fahrtüchtigkeit des Fahrrades, weil das hier ist ja nun nicht mehr als Lichtanlage zu bezeichnen. Da ist ja nicht mal mehr eine Lampe vorne. Deswegen. Erstmal bauen wir den ganzen Schrott ab, der sich daran befindet. Das würde funktionieren und dann noch nicht funktioniert, bringt er ja auch keine Punkte. Ist ja total Quatsch.
Kabel weg und auf alle Fälle beim Hollandrad auch Seitenläufer-Dynamo weg. Fährt sich schon schwer genug. Die werden alle verräumt, die ganzen Dinger. So. Es wird bereinigt. Ja, bitte? Hi, ich habe eine Frage. Habt ihr noch diese schwarzen Hollandräder zu vermieten? Ich bin jetzt gerade dabei, ins fertig zu machen. Also, es gibt noch mehr Fragen. Und zwar, wir bräuchten Räder für zwei Erwachsene. Und dann haben wir ein 10-jähriges Kind und ein 8-jähriges Kind. Kinderfahrräder. Kinderfahrräder stehen draußen, welche. Da müssen wir mal schauen. Okay. Ob da was bei ist. Und guck mal, hier hinten sind die beiden Hollandräder. Also. Die beiden letzten, die wir noch haben, die haben wir auch nur, weil sie, die müssen jetzt gerade gemacht werden. Also das ist jetzt hier der fertig und das wird jetzt als nächstes gemacht. Okay. Die zwei sind dann da. Und ach so, morgen hast du aber geschlossen, ne? Morgen ist die geschlossen. Das heißt, wenn ich die ab heute Abend... ich muss nur sehen, ob ich das noch fertig kriege. Das Ding. Aber es soll gehen. Und wann wäre das dann ungefähr? 21 Uhr. Wenn ich die für dann ab heute Abend ausleihe, zahle ich dann für den heutigen ganzen Tag? Ja, wie lange brauchst du denn? Bis, ich frag mal, also entweder bis Montag wahrscheinlich. Inklusive Montag? Ich muss die fragen, die sind zu Besuch. Okay, dann warte. Okay? Klären wir es mal ab, schau erst mal um. Alles klar. Genau. Jetzt noch vor. Die beratschlagen sich ja, was sie nun tun. Die war ja gerade unten, die eine Dame. Wieso denn? Ja. Überlegen die, ob die zu einem anderen Fahrradladen gehen? Nee, die überlegen nur, ob sie Fahrräder mieten oder nicht. Wohl. Also, du vermietest noch ein paar, aber nur, wenn... Ich habe nur, was ich da habe. Eben. Ich habe keine, nicht mehr so viel. Außerdem ist das gut, wie verdienen die Lackett auch Geld. Papa, wie würde es freuen, wenn es einmal das Geld hat, bis hier oben sein würde? Papa, cool. Papa, kann mein Fahrrad? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Dein Fahrrad ist oben in der Wohnung. Bei Mama. Okay. Dann will ich mit dem kleinen Fahrrad fahren. Kein Problem. Bitte, bitte, gerne. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Mensch. Wer will, der hat schon.
bin ja flexibel, aber 21 Uhr habe ich halt offen und ich meine, man soll zaubern kann ich nicht. Ich muss es ja ordentlich machen, das Rad. Dass es auch sicher ist. Ganz einfach. Okay, das eine Rad ist fahrbereit, jetzt nehmen wir mal das nächste hier. Das hier, das hier. War mal sogar ein Mietrad von uns. Hans, Mensch! Eine Lektion in Demut. Was ist denn nun passiert? Ist. Ja, das war jetzt. Also, ich da, drauf gefreut, ja. Da hätte ich mich ja. Also nie hätte ich drauf gewettet, dass die ihren Freund. Ich schicke meinen großen Bruder. Der kann boxen. Wie im Kindergarten noch. Ich habe gesehen, dass mein großen Bruder, der kann boxen. Früher ist es gesprochen. Dass ich mich um die ganze Straße kümmere? Oder? Ich meine, du, nö, ich habe ein Auge bis zur Ecke und drüber hinaus. Oder was? Er ist ein bisschen hoch eingestellt. Jo, so ist perfekt. Wunderbar. Naja, dann würde ich mal sagen, das ist eine gute Art zum Abmoderieren für heute. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.